Hallo, wie geht's euch so? Willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir sind hier immer noch. Ja, auf dem, ich sag mal, Sündfriedhof? Hat sie zumindest so betitelt, Amanda Ripley. Und wir müssen jetzt hier weiterhin suchen, einen Weg suchen, die Tür zu öffnen, beziehungsweise da durchzukommen und mal sehen, ob das jetzt irgendwie klappt. I don't know. Ich weiß nicht ganz genau, was ich jetzt hier noch großartig irgendwie aktivieren soll oder sowas. Vielleicht gibt es hier am Terminal irgendwie Infos. Gucken wir mal nach, ob sich hier was tut. Nee, hier können wir gar nichts machen. Also das Ding ist halt verbunden mit mehreren Kabeln und Gedöns und schlag mich tot. Hier, man sieht es, da ist ein großes gelbes Kabel, was da lang führt. Das ist einmal hier dran gebunden, hier unten noch irgendwie. Da kann ich aber nichts machen. Ja, und dann hier, der steht dort, freundlicherweise streckt die Hand aus. Aber seine Hand möchte ich nicht nehmen, denn das könnte vielleicht das letzte Mal sein, dass ich ihm die Hand schüttel. Deswegen, mal gucken. Hier bin ich ja schon lang. Habe ich ja schon aktiviert, deswegen, ich weiß gerade nicht, was ich noch aktivieren soll oder kann. Ich war zwar hier drin, aber das bringt halt nichts. Meine Lichtquelle neigt sich auch so langsam ihrem Ende entgegen. Hier war ich zwar drin, aber hier ist nichts. Ich weiß nicht, was ich hier noch sehen soll. Ich kann zwar hier ein paar Sachen einsammeln, aber das war's schon. Ich kann mich verstecken. Aber hier ist nichts mehr, wovor ich mich verstecken müsste. Hat es leider auch wenig hilfreich. Sagt mir nur die ganze Zeit das Gleiche. Aber das ist ein Ausrufezeichen, da gehe ich nochmal gucken. Vielleicht hilft mir das weiter. Nämlich direkt neben der Tür. Vielleicht muss ich mit dem Androiden noch wirklich Händchen halten. Ich weiß es nicht. Ups. Falsche Richtung. Hier rein. So. Da, es ist direkt neben der Tür. Wahrscheinlich ist es er, ne? Hallo? Kann ich mit ihm interagieren? Leider. Kann ich ihn irgendwie schieben oder sonst irgendwas? Ausschalten. Aha, okay. Ah ja, guck an. Na, das hat doch wunderbar funktioniert, oder nicht? Was? Na, klasse. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen im Widerruf. Ich habe für sowas keine Zeit. Bringt er den gerade um? Schwierig zu sagen, auf welcher Seite er ist. Ich habe leider keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er den Androiden umgebracht. Das heißt, er selbst hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass die jetzt so umprogrammiert wurden, aber irgendwie traue ich ihn trotzdem nicht. Weiß ich nicht. Einfach so aus der Erfahrung heraus. Schwierig zu sagen, was jetzt hier richtig und falsch ist. Sicher. Wer ist das denn? Ladungspack. Inventar voll. Guck mal, wie die da stehen in Reihe und Glied, in verschiedenen Posen. Holy fuck. Ja, Antwort, Pläne für heute Abend. Susan oder Suzanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang, ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern.
Letzte Chance. Benning, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihrer Witze, Lahmenwitze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre beste Leute sind an der Sache dran. Termin im Ausstellungsraum. Da, Susan Archer, Rezeption. Vorgesetzter, Leiter der Synthetenverbindungsbüro Spending. Okay. Hat er was von einem Knopf erzählt, ne? Ist der hier irgendwo? Den nicht. I don't know. Haben wir sonst noch was hier? Nö. Oh, ich fressen nicht. Bis zu, ey. Kommen sie aus dem Ausstellungsraum des Synthetin. Ja, der hat doch irgendwas zum Knopf gesagt, ne? Unter dem Tisch. Kann man sie irgendwie wegschieben oder so? Uhre. Ja, voll. Ja, okay, alles klar. Ich kann noch weiter runterklettern. Stimmt. Unter den Tisch hier. Da. Da klippt was durch. Aber kein Knopf. Musst du mal den Text lesen. Gibt einen Abregelungsschalter an meinem Schreibtisch. An dem Schreibtisch, nicht unterm Schreibtisch. Abregelungsschalter denn? Ist das oder was? Nee. What is it? Das ist ja kein Schreibtisch, das ist eine Theke. Bin dezent verwirrt. Des Himmels. Kommen sie aus dem Ausstellungsraum des Hinten? Ja, kommen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich weiß nicht ganz genau. Uff. Scheiß Tür! Hau ich um! Was ist denn dieser verkackte Knopf? Okay, ich werde den offscreen suchen, bis gleich. Lol, der Schalter war hinter der Säule. Gar nichts. Woher soll ich denn das wissen? Noch einen weiteren? Nee. Die Tür ist grün, let's go. Sie haben keinen Termin. Nee, hab ich auch nicht. Tschüss. Das ist gerade benötigt. Bin da durch? Sind die jetzt durchgebrochen, oder? Oh. Ja, maybe. Ziemlich viel Schrotmunition. Und mal ein bisschen rumballern, oder? Ah, da habt ihr doch Bock drauf. Okay, machen wir das Alien Isolation. Hier ist ein Shooter. Die P-Mine. Yeah. Bam.
Medikit. Alles. Alles für den letzten Bossfight drin. Absolut nichts mehr herstellen, aber hier liegt so viel Zeug rum. Also, wenn ich es rein theoretisch noch mitnehmen könnte, wäre das echt cool, aber ja, es geht halt leider nicht. Gut, Silvestolink. Ah ja. Smite, lies das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Die Knarren und Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlagenüberwachung und hat seine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto. Ausharren. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen, aber ich habe vor dem Synthetenaufstellungsraum mit Waffen und Vorrätenlager aufgeschlagen. Da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smite ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Noch immer keine Meldung von Susanne. Lass mich wissen, ob sie bei euch ist. Die ist RIP. So viel kann ich schon mal sagen. Tafel. Hier. Bindemittel. Bitte dich, gib mir Bindemittel. So, ich speichere mir gerade. Und dann gehen wir weiter. Gut. Komm ich denn jetzt durch diese scheiß Tür? Lärmen die nicht dadurch? Bin mir da gerade echt nicht sicher, du. Kann ich so umhauen? Einfach umhauen, einfach töten. Er sollte nicht zu nah ran. Ja, aber wenn ich ins Feuer gehe, nehme ich ja Schaden. Noch mehr von euch. Warum soll ich wertvolle Munition verschwenden, wenn es auch so geht? Okay, aber die baller ich um, einfach weil ich es kann. Bam. Bam. Vielleicht hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Hatte er. Also musste ich die alle töten, weil ich ja nicht weiß, wer die Schlüsselkarte hat. Okay. Jetzt lagen da so viele EMP-Granaten rum. Jetzt nehme ich mir ein paar mit. Aber er hat auch noch was. Medikit. Eins zu nehmen macht halt keinen Sinn. Ich brauche gerade keins. Die kann ich mitnehmen. Da kenne ich noch irgendwo eine. Nee. Molotow-Cocktails waren das. Ich will halt nichts liegen lassen, aber ich muss halt. Gut, jetzt können wir hier durch. Perfekt. Hello there. Okay, wo geht's lang? Die Samuels. Ist er nicht irgendwo hier lang gegangen? Er war doch da in diesem Raum und hat den Androiden umgebracht. Hier drin war er. Wayland Yutani Synthet registriert. Unbefugter Zugang registriert. Spike. Eine Leuchtfackel. Wahnsinn. Okay, wo muss ich jetzt rein? Da rein? Nee, ich muss den Gang runter. Die Tür oder was?
Bei Sixten Synthetics. Der Sound klingt so ein bisschen Super Metroid-mäßig. Hä? Okay, ich speichere grad mal. Aber wo ist er hin? Androidenanweisung. Da rein. Aber, hä? Die Karte zeigt doch woanders hin. Nani? Muss ich da noch irgendwas drin aktivieren? Hier drin? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber hier drin geht gar nichts. Das zeigt auch hier rein. Also das Kabel. Ich denke mal schon, dass ich den benutzen muss. Wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite aus dahin, also beziehungsweise einmal runter und dann wieder hoch oder so. Oder ich muss wirklich runter. Ich habe auf der Karte auch die Ebene nicht gewechselt, also da hätte ich es wahrscheinlich sehen können. Aber ich glaube, die meisten Karten der Station habe ich. Aber sicher bin ich mir nicht. Oh shit. Störung. Super. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Cool. Na super. Jetzt? Jetzt muss ich kurz innehalten. Okay, das war knapp. Feuert das hier neben mir? Nee, ne? Oder doch? Keine Ahnung. Kann ich jetzt hier weiter? Ja, Gott. Sei doch nicht so. Du machst mich ganz nervös. Amanda, hey. Die gibt mir einen Herzinfarkt, wenn sie da steht und schreit. Die ganze Zeit, was zum Teufel passiert hier? Nur die Lüftung da. Romasfall. Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma im PTC gemeldet. Weiß gegen Rotopfer? Ach so, wegen dem Blut, ne? Weil Androiden haben in der Welt vom Alien-Franchise weißes Blut. Was war mit dem Boni los? Guck mal, wie hell der ist. Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Ich kann leider die Komponente nicht mitnehmen, weil ich komplett voll bin. Kann ich da durch? Was Sinn? Weiß grad nicht. Hier ist mal hier durch. Speichert habe ich ja gerade. Gut. Ja, guten Morgen. Guck mal, steht auf und will direkt Stress. Komm du mal mit mir mit. Ich werde dich vernichten. Ah ja, da liegt er im Dreck.
Irgendwie schaffen diese Kameras zu... Oh Gott! Bam! Ja, macht schon Spaß mit der Pumpgun, aber wie gesagt, Munition ist Mangelware. Bei beide jetzt zu töten, im Elektrostab, wäre doch ein bisschen zu viel. Alter, wie viele denn noch? Hält's im Kopf nicht aus. Okay, gleich geschafft. Jetzt. Okay. Hier ist sonst gar nichts. Führt mich dieser Schacht hier hin? Ich guck mal nach. Aha. Der führt mich hier einmal unten durch. Warum sehe ich keinen Plan? Also... Müsste man das nicht sehen? Also den Tunnel hier? Ich weiß da gerade gar nicht, wo ich lang gehe. Weil ich keine Karte habe. Vielleicht ist das hier richtig, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich aber im Kreis gegangen. Kamera läuft noch. Hier ist kein der Gerät. Okay, hier bin ich. Anscheinend habe ich die Karte von hier nicht. Aber ich habe leider auch keine Ahnung, wo ich die herkriege. Okay, zum Ausschalten ist da hinten. Komm schon, mach hin. Jawohl. Okay. Dort müssen wir Hecke. Einen Elektroschockerstab habe ich noch. Dann war's das. Aber wir kommen der Sache näher. Da ist er. Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthen auf ihn zugreifen können. Na, großartig. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Und was genau? Okay. Ich guck mal, ob ich zu mir reinkomme. Bitte hetz nicht noch mehr Androiden auf mich. Reicht. Ey, ich habe so ein richtig beschissenes Gefühl. Oh mein Gott, ich glaube, das wird richtig böse ausgehen. Ich werde die Kommandierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Okay, also scheint er nicht wirklich böse zu sein, aber ihm bleibt wahrscheinlich auch nicht viele Optionen übrig. Okay, hier wird nochmal gespeichert. Beziehungsweise können wir mal speichern, die Gelegenheit nehme ich, weil ich muss wahrscheinlich den kompletten Gang zurück und ist dann voll mit Androiden. Safe. Oder ich kann hier raus, ich weiß es nicht. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Was macht er denn?
passiert? Ach, der will sich da irgendwie umprogrammieren oder was hat er vor? Warnung, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung, unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Saniert? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist! Ich greife auf die Seeks-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst! Okay! Zuerst rot! Rot? Was hier? Okay, let's go. Rot erledigt. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Ja klar, ich mach so schnell ich kann. Go, go, go. Okay, Hammer. Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht es mir nicht leicht! Ich brauche das nächste, Samuels! Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragbarke. Das hier. Habe ich. Hey, come on. Eins noch. Hab's gefunden, Samuels. Jetzt nur noch eins, Ripley. Hä? Welches denn? Das hier. Boah, hat geklappt. Oh, Scheiße. Samuels. Ist er tot? Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samuels. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Okay, also Samuels war bis zum Ende doch der Gute. Ja, Rip Samuels. Richtiger Ehrenmann. Ehrenandroide. Sorry. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Keiner mehr da, oder was? Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt. Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abregelung aufzuheben. Nehmen Sie den Privattransit zur Apollo-Kern. Apollo-Kern. Ist das Alien jetzt wirklich... Also er hat das eben gerade auch nochmal gesagt, ne? Kreatur ist nicht mehr an Bord des Sevastopol. Sicher? Ah, ich habe so meine Zweifel. Das Spiel heißt immer noch Alien Isolation, ne? Wenn das so ein kurzes Vergnügen mit dem Alien war, I don't know. Hm? Ah, hier. Ah, scheiße. Geh nochmal. Da habe ich wohl zu schnell gedrückt. Wir werden noch auf jeden Fall jetzt zur Dings gehen. Zum nächsten, ja, Story-Abschnitt. Und dann werden wir dann da die Folge beenden. Wir machen jetzt also noch einen Ticken länger. Gut.
Mehr ist da nicht drin anscheinend, oder? Nee. Das ist noch was, wo ich mich verstecken kann, aber brauche ich gerade nicht. Ja, Samuels, rest in peace, Alter. Ja, die Türen sind offen. Ich muss nicht mehr durch die Röhren kriechen. Fantastisch. Edüb. Ah, da ist noch einer. How about no? Damn. Oh Gott. Finishing. Okay, meine Elektrostäbe sind alle im Arsch. Beziehungsweise keine Batterien mehr. So, die Kamera stellen wir aus. Die brauchen wir nicht. Bindemittel. Brauche ich nicht. Habe ich schon. So, der nächste, der mir dumm kommt, den baller ich über den Haufen. Okay, wir sind fast wieder zurück, wo wir herkamen. Da, alle dood. Ah, jetzt muss ich doch da durch. Aha. Ein kurzes Vergnügen. Oh, ist trotzdem sehr dunkel. Räuschmacher. Revolvermunition. Das ist nur ein Raum. Wo komme ich denn da hin? Nani? Ach so, ja natürlich. Strom ist wieder hergestellt, ich Depp. Kann ja einfach den Dings nehmen. Den Aufzug. Wieder auf. Hier, da kann ich einfach lang. Kann einfach hier runtergehen. Ach komm. Guck mal, das ist ein. Kann da nicht mit dem Fuß drüber, ne? Schafft's doch nicht. Es braucht Treppen. Ich habe hier gerade was gefunden. Eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Das hören wir uns noch an. Mädel mit Trennungstrauma? Weil es kommt wahrscheinlich dann gleich ein Ladebildschirm. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayne und Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Ich hab's gehört. Okay, sie sagt nichts mehr dazu. Ja, die hat ihn einfach rausgelassen. Mann. Oh Gott. Wirklich? So dumm kann doch keiner sein. Er versucht nur seinen eigenen Arsch zu retten. Als ob. Sonst wäre er bei Ripley schon so kooperativ gewesen. Aber ja, er dachte wahrscheinlich, mit ihr kann das machen. Wenn sie den Privattransit. Ja. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Ja, dann wollen wir mal, ne? Die denken, okay, die macht mich immer noch nervös, wenn ich sie sehe. Wenn ich mir die ganze Zeit denke, ah, da kommt was raus. Aber ich hab noch ein bisschen Flammenwerfer, also ich kann jetzt Ellie noch in die Flucht schlagen, wenn es sein muss.
Vielleicht wird jetzt beim Kern einfach alles entschieden. Wer weiß. Da ist der Transit schon. Wahrscheinlich, wenn wir dann aussteigen, können wir dann nochmal speichern, dann machen wir Schluss. Dauert das denn so lang? Also, Steam sagt mir, es ist die 12. Mission. Mal sehen, welches dann die letzte ist. Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Ja, immerhin. Man könnte also sagen, er hat auf jeden Fall schon mal gute Vorarbeit geleistet und sein Leben gelassen dafür. Also müssen wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Ach, morgen gemeinsam, ja. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Schusswaffen registriert. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Sicherheitsförderband? Ah. Siegson und Apollo bedanken sich. Jede Wette. Oh oh, jetzt habe ich nichts mehr, mich zu verteidigen. Na, großartig. Kann ich jetzt endlich rein? Hallo? Darf ich jetzt rein? Also. Zu Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaumbilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Als ob wir schon mal stecken geblieben sind. Ich habe mir das übrigens aufgeschrieben hier, 4930. Okay, und jetzt? So, ich muss... Okay, verstehe. Einmal zurück. Nee. Ich wollte noch speichern. Mann. Okay, ich werde mal suchen, wo es weitergeht und bin gleich zurück. Ach so, ich kann dir den Zugangscode eingeben, ne? Versuchen wir den mal. 4930. Okay. Ah, hier kann ich speichern, perfekt. Sich an einen Strom für eine Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Perfekt. Dann haben wir es geschafft. Dann sage ich schon mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Sorry, dass es so lang geworden ist, aber ich habe nicht gedacht, dass wir jetzt noch so eine längere Sequenz haben, beziehungsweise so eine Audionachricht. Aber die wollte ich mir noch unbedingt anhören mit euch gemeinsam, damit wir das so ein bisschen ja vollständigkeitshalber haben, was für an Informationen wir noch so bekommen. Und ja, hoffe mal, ihr schaltet wieder ein bei der nächsten Episode von Alien Isolation. Wie gesagt, ich habe so langsam das Gefühl, wir nähern uns Richtung Ende. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was noch kommt. Ist nur ein Gefühl, das ich habe. Vielleicht liege ich auch falsch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.